Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Brezenreiter. Ihr erinnert euch, wir haben vor gut 3 Monaten Kartoffeln gepflanzt. Ich habe euch meinen Zwischenstand gezeigt, wie es so ausschaut. Und heute holen wir einfach mal die erste Reihe raus. Das Jahr war wirklich ganz speziell, denn zuerst war es trocken, dann nass, dann wieder trocken, dann kalt, dann heiß. Und mich würde jetzt einfach interessieren, was aus den Kartoffeln geworden ist. Die sind jetzt gut 90 Tage drin, natürlich etwas zu wenig. Wir holen heute nur mal eine Reihe raus, einfach mal um zu schauen, ob wir noch ein bisschen warten müssen oder ob es eben passt. Also, ich würde sagen, wir gehen es an. Und da habe ich ein kleines Helferlein, das stelle ich euch jetzt gerne vor. Die Froni immer dabei. Jetzt schmeißen wir ihn an und dann probieren wir es aus. Ja, obwohl die Froni natürlich gern gräbt, wäre diese Aufgabe für sie eine Hausnummer zu viel. Ich meinte hier diesen Schwingsiebruder, eine große Hilfe, obwohl er viele Jahre auf dem Buckel hat, macht eine tolle Arbeit, er trennt das Unkraut von der Kartoffel, legt es hin, aber aufklappen muss man es immer noch per Hand. Sieglinde bedankt sich gleich an mein Herzform, ist doch wirklich süß. Also, im Endeffekt sind die tatsächlich jetzt schon erntereif und das nach 90 Tagen oder 100 Tagen oder so. Das sagt man normalerweise erst, das sind Frühkartoffeln. Aber ich habe ja gemeint, es war ein spezielles Jahr und bevor wir die Kartoffeln wieder die Wühlmäuse fressen oder sonst irgendwelche kleinen Nager, die ich nicht haben will, würde ich sagen, holen wir uns einen Eimer, los geht's und dann graben wir die alle aus. So, und rein ins Eimerchen. Sind schon ein paar große dabei, ein paar schöne, auch ein paar kleinere. Und diese hier, ich zeige es euch mal kurz, die sind noch grün, das nennt man Solanin. Das ist ein natürliches Gift in der Schale, das soll verhindern, dass die Kartoffel von Nagern angegriffen wird. Aber das mögen wir Menschen auch nicht und die werden wir jetzt auch nicht essen. Die kriegt jetzt jemand anders. Und weiter geht's und alles wieder wie gehabt in den Eimer. Aber ihr habt es gesehen, der Roder, der erspart einem schon relativ viel Arbeit und er tut eines nicht. Er verletzt die Kartoffeln nicht und es ist immer gefährlich, wenn man das macht mit der Schaufel, dass man in die schönsten Ackerfrüchte dann wirklich buchstäblich reinsticht und das mag man nicht. Was ich euch eingangs schon gesagt habe, die Kartoffel, die braucht einen sandigen Boden, aber sie hinterlässt auch einen sandigen Boden. Ich lasse mal diese schöne Erde an. Gefällt mir. Hier steckt überall nur Energie drin. Ich meine, die Blätter sind zwar weg, aber hier ist noch Energie drin und die würde ich gerne in den Kartoffeln haben. Jetzt warten wir einfach nochmal, kontrolliert haben wir es und schaden tut es nichts aus dieser Reihe. Da haben wir jetzt was denn raus, so 15, 20 Kilo, also da kann man sich jetzt erstmal nicht beschweren. Für heute Abend reicht es allemal. Wir warten gut 14 Tage und dann geht es einfach weiter. Aus den 14 Tagen sind dann 3 Wochen geworden. Grüß euch zurück auf dem Acker. Jetzt sind noch mal 3 Wochen ins Land gezogen und jetzt hoffe ich, dass die Schale ihre Festigkeit hat und die Ernte einigermaßen ertragreich sein wird. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf den Acker. Euch wird das grausen kommen. Das passiert nämlich, wenn man kein Unkrautvernichtungsmittel verwendet. Dann schaut das so aus. Seht ihr das? Grauenhaft. Das ist alles Unkraut. Das ist keine einzige Kartoffel mehr. Nicht einen einzigen Stängel. Aber das müssen wir trotzdem jetzt irgendwie bewerkstelligen, um die Kartoffeln da rauszuholen. Und da holen wir jetzt unseren kleinen Helfer. Mal schauen. Ja, da ist er ja. Ja, kommst du her? Ja, kommst du her? Nicht so zaghaft. Ja, trau dich. Komm. Also, dann machen wir uns einmal ans Werk, wir zwei. Jetzt muss ich den ein bisschen ermutigen. Und dann schauen wir, wie es unter der Erde ausschaut. Gell? Auf geht's! Ja, so fährt man Acker für Acker über den Acker. Und ich habe einen guten Tag ausgesucht. Der war richtig heiß mit 35 Grad, meine Herren. Aber das muss und das hilft halt nicht. Die Kartoffeln mussten raus und das Wetter in Deutschland ist ja allgemein nicht so stabil. Jetzt kratze ich da mal das ganze Unkraut weg. Ein paar Kartoffeln sieht man ja schon. Sieglinde ist ja eine eher kleinere Sorte von Haus aus. Aber hier sieht man schon was. Und jetzt schauen wir mal, wie der Ertrag wird. Einen schönen Tag habe ich mir ausgesucht für so eine Arbeit. Wirklich schön heiß.
sticht ganz schön runter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles hier auf einmal mache oder vielleicht dann warte bis in die Abendstunden, wenn es wieder ein bisschen kühler ist. Aber es sieht gut aus. Man darf sich vor diesem ganzen Gemüse gar nicht schrecken lassen. Ist halt so. Dafür sind es 100% biologisch. Ist ja auch was wert. So, dann werden wir mal schauen. An den Eimer, fertig und los. Ja, und irgendwann sieht es dann so aus. Gut Ding hat Weile. Man muss ja nicht einmal drüber gehen. Nein, nein, zweimal. Nachklaben heißt es. Weil es war jetzt dermaßen heiß. Mittlerweile ist es natürlich dunkel geworden, beziehungsweise nicht mehr so warm, wie es heute war. Aber wir haben geerntet. Es ist alles heraus. Die ganzen Kartoffeln sind heraus. So, und jetzt muss ich dazu was sagen. Also zunächst, ich habe mir gedacht, es werden ein bisschen mehr, aber zum einen, der Acker war Brachland. Da war nichts drin. Es war kein Mist drin, den man eigentlich zum Kartoffeln anbauen brauchen würde. Denn, wie gesagt, Kartoffeln sind ja Vollzehrer. Zum anderen, ich bin mit dem Ertrag zufrieden. Wir haben, was habe ich eingesetzt? 2x25 Kilo, also einen Zentner. Was kam dabei raus? Circa 250 Kilo. Okay, wir kommen durch den Winter. Für die Nachbarn reicht es auch. Dafür haben wir es gemacht. Und die Siglinde ist sowieso keine Sorte, die wahnsinnig ertragreich ist. Sie ist eine alte Sorte. Sie ist eine kleine, aber sehr schmackhafte Kartoffel. Und die lassen wir uns jetzt schmecken. Ja, also ich werde es wieder machen. Was werde ich neu machen? Ich werde schauen, dass ich irgendwo Mist herbekomme. Gar nicht so einfach, weil wir haben noch Jungviech, biologisch aufgezogenes Jungviech. Mist überhaupt, ja, und man braucht es halt. Und dementsprechend muss ich mir jetzt erst einmal bei den hier ansässigen Landwirten umhören, ob jemand vielleicht Erbarmen hat mit mir und mir einfach einmal eine Fuhre schenkt, die ich dann auf den Acker schmeißen kann. Das war's, unser Kartoffelvideo. Insgesamt waren es dann doch 120 Tage unter der Erde, in der Erde, sind schön geworden. Nicht alle, die kleinsten habe ich auf dem Acker gelassen. Hilfe habe ich natürlich auch immer zwischendurch gehabt, vor allem von dem kleinen Dackelmädchen, einer ganz starken Erntehelferin. Allerdings ist nicht immer so zielorientiert, wie man sich das wünscht. Ja, hier noch ein kleiner Eindruck von einer Fahrt über meinen Acker. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Was haben wir gemacht? Natürlich sofort einen Kartoffelsalat. Schaut's her. Und ich sage eins, wenn es das ist und wenn ihr die Kartoffeln probiert, der Geschmack ist einzigartig. So, nun bedanke ich mich für euer Zusehen, fürs Vorbeischauen beim Brezenreiter. Bleibt uns wie immer gewogen, bleibt gesund, bleibt fröhlich. Wir wünschen einen schönen Sommer, vielleicht grabt auch ein paar Kartoffeln ein. Und seid herzlich gegrüßt. Servus, pfiat's euch, euer Brezenreiter.